Das Forum Open Education ist ein Austauschformat zwischen Bildungspolitik, Zivilgesellschaft und Bildungspraxis. Im Rahmen des Forums kommen Menschen zusammen aus den verschiedenen Bereichen der Bildungslandschaft und entwickeln gemeinsam Ideen, Visionen für eine zeitgemäße Bildung. Dieses Jahr hat das Forum zum dritten Mal stattgefunden, was in den letzten Jahren eher ein Austauschformat an einem Tag war, war dieses Jahr ein ganzer Arbeitsprozess. Wir haben uns bei dem Forum Open Education 2020 damit beschäftigt, wie wir Bildung gerechter, inklusiver und offener gestalten können. Dafür haben wir dem Forum selbst einen Arbeitsprozess vorangestellt. Dort haben sich Menschen aus der Bildungspolitik, vor allem Abgeordnete der Bundestagsfraktion und die Bildungspraktikerin, zusammengefunden, um dort über Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich zu sprechen. Themen der Arbeitsgruppen waren zum Beispiel die Förderung oder die neue Rolle von Bibliotheken oder Schulbibliotheken, die Förderung von außerschulischen Lernorten und regionalen Lernnetzwerken, die strukturelle Förderung von OER in der Lehrkräfteaus- und Weiterbildung und auch Anreizsetzung für die Erstellung und Verbreitung von OER. Und zu guter Letzt auch das Lernen mit und über KI. Am 8. Oktober zum Forum of Education selbst kamen dann die Fachgruppen zusammen und haben ihre Ergebnisse präsentiert. Dort gab es die Möglichkeit für alle Interessierten, Input zu geben, die Ergebnisse noch einmal sich anzuschauen und dort auch weiterzuentwickeln. Das Ganze war niederschwellig und sollte eben für alle offen sein. Am Abend selbst diskutierten dann die Bildungspolitikerin, also Abgeordnete der Fraktionen Die Linke, der CDU, der SPD, der Grünen und der FDP über die Ergebnisse der Fachgruppen und auch über die nächsten bildungspolitischen Schritte. Gemeinsam hat man darüber diskutiert, wie Bildung jetzt aussehen sollte, was gerade für Missstände in der Bildungslandschaft existieren und wie man die auch gemeinsam angehen kann. Es ging darum, Bildung gerechter, inklusiver und offener zu gestalten. Und die Bildungspolitiker und Bildungspolitikerinnen waren sich eigentlich einig, dass wir nun zum einen die Vielfalt der Bildungslandschaft mit in Betracht ziehen sollten, das heißt schauen sollten, welche Bereiche dort einen Beitrag dazu leisten können, sei es Bibliotheken, sei es Hochschulen, Schulen, außerschulische Lernorte, berufliche Bildung, als auch, dass Bildung für alle zugänglich sein sollte, unabhängig von der sozialen Herkunft, des Geldbeutels und dem Bildungsstand der Eltern. Abschließend haben eigentlich alle Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker unterschreiben können, dass alles, was öffentlich finanziert wird, auch öffentlich zugänglich sein sollte. Das heißt, Bildungsinhalte, die durch Steuergelder finanziert wurden, sollten für alle Menschen verwendbar, nutzbar, eben zugänglich sein. Denn nur so kann gesellschaftliche Partizipation in der digitalen Welt gestärkt werden und Bildungsungleichheit verringert werden. Wir haben uns sehr gefreut, dass es ein so großes Interesse der Bildungsexpertinnen und Experten als auch der BildungspolitikerInnen gab, sich an diesem Austausch zu beteiligen und freuen uns auf die Weiterführung dieses Austauschs. Wir hoffen darauf oder wir appellieren an die Politik, dass die Ergebnisse der Fachgruppen nicht im leeren Raum verhallen werden und nur noch Taten folgen. Da muss natürlich immer die Zivilgesellschaft und die Bildungspraxis im direkten Austausch zur Beratung herangezogen werden. Wir freuen uns auf die weitere Diskussion und laden auch alle herzlich dazu ein, auch jetzt nach dem Forum mitzudiskutieren auf Twitter unter dem Hashtag FOE20. Oder eben auch auf unserer Webseite des Forums.